ich bin Bimbo der Sirax und herzlich willkommen zu einem... Die Fotze brennt, die Fotze brennt. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ich musste es machen. Herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part. Und zu Friends. Und ihr habt schon gehört, die Fotze hat letztes Mal ordentlich gebrannt. Mit dabei sind... Servus, hallo. Und das mag ich, EP. Lass mich deine Fotze begutachten. Sie hat echt gebrannt. Deine Fotze konntest du auch nicht mehr löschen. Oh, ich muss mal... Oh, ja, sie sieht so rußig und schwarz aus. Hast du wohl zu lange, ne, gemacht? Kann nur, dass sie anfängt zu brennen. Egal, machen wir weiter. Denn die Fotze ist erloschen jetzt. Ja, die Fotze wurde gelöscht. Warum habe ich den Kackbogen? Und der Hugo steht noch. Scheiß auf den Bogen. Ja, der steht noch. Ich habe noch hier eine Flasche. Der gute Hugo. So. Warum habe ich... egal. Jetzt habe ich halt die scheiß lange Peitsche. Meine Fleischpeitsche. soll ich sie nehmen? Oh ne, ich bin... Also es fühlt sich eigentlich gut an, so eine Fleischpeitsche in der Hand zu haben. Also meine. Die macht 9000 Schaden. Fleischpeitsche. Ich peitsche euch aus! Dann lauf gegen die Wand. Gib's mir. Oh ja, ja. Moment. Peitsch mal. Ja, oh ja, ja. Ich steh drauf, wenn du mich schlägst. Ah, und ich steh auch drauf. Wird wieder unglaublich. Auf den Frauenhintern muss man draufschlagen. Patent und seriös. Wir müssen zu Hagen. Da wollen wir uns nicht so lange schlagen. Das geht mir auf den Magen. Da können wir uns nicht rumplagen. Denn wir lassen uns nichts sagen. Sonst riskieren wir Kopf und Kragen. Und Wolf, darf ich dich mal was fragen? Nee, mein Toilettenpapier hat mehrere Lagen. ja, lassen wir den Scheiß. Sirax, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Achso, das war der Ritter. Ich weiß nicht mal, wie ich ihn gesprochen habe. Der Wassertempel. Zelda. Das war Aqua. Okay, sie hat Kehlkopfkrebs. das war Aquaria. Sie hat Kehlkopfkrebs. Ich muss dringend sie helfen. Ich muss sofort zu ihr. Ich muss dringend sie helfen, genau. Ja, Serax Deutsch ist heute wieder mal auf absolutem hohen Niveau. Ja, immer noch. Natürlich. War ja auch schon nichts anderes erwartet. Absolut kompetent. Ich glaube, der Wulfi muss drücken. Oh, hoppla. Ich war mich schon verlesen. Ich dachte, sie sagt, ich komme gleich. Ich komme. Das war das Stichwort des Tages heute. Du musst den Partner, ein Kamin, oder? Da ist die Fotze schon wieder im Feuer. She's burning. She's hot. Fire. Lots of fire. Nicht Ring of Fire. Lots of fire. Aber zum Lava-Tempel müssen passt das, ja. Dann brennt die Fotze noch mehr. Ich müsste zwar zu Hagen, aber allein kann ich ihn sowieso nicht retten. Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Im Aquarium. Ich will auch mit! Dort ist alles viel einfacher, oder? Die Fotze hat geschrien! Zu dritt macht alles mehr Spaß. Auch der Bettsport. Ja! Tipp 3, oder? Das Projekt ist perfekt für uns. Gib's mir. Gut. Ich krieg so langsam Bauchschmerzen. Die Fotze hat jetzt ausgebrannt, jetzt geht's endlich weiter.
Oh nee. Jetzt kommen wieder die Gegner. Pass auf deine Fotze. Ja, ich pass auf meine Fotze auf. Ich peitsche ihn aus! Mit meiner Fleischpeitsche. Jetzt brauchst du aber mein schönes, großes Schwert. Jetzt musst du mein Schwert umklammern mit beiden Händen. Das ist nämlich ein Beidhänder. Okay, lass mich mal Hand anlegen. Ich glaube, oben links könnt ihr lang. Das ist eine oben. Abkürzung. Oben links? Komm her, die Fotze. Hm? Auf der anderen Seite natürlich. Oben rechts. Ihr müsst wieder rum. Schmack diese rechts-links-Schwäche. Falsch hinaus. Was steht da drauf? Oh ja. Ja, man muss zugeben, es ist eine gute Waffe mit guter Reichweite. Also so wie ich es mir von meiner Peitsche gewöhnt bin. Wir müssen hier hin. Sobat! Ich peitsche dich aus! Friss meine Peitsche! Ich klatsche dir ins Gesicht! Bisschen holen so. So. Ja, du hattest ja auch mein Schwert in der Hand, also. Du mit deiner Fleischpeitsche da. Ja, komm, Fotze, spring dich rum! Die Fotze betreibt Sport. Bettsport. Brettsport für mich. Brettsport. Au! Ich wurde gestochen. Du wurdest gestochen. Ja, es ist ja eine Biene. Ich bin eine Biene. Biene Maya. Ich glaube, da oben könnt ihr lang. Wo? Ich peitsche dir ins Gesicht. Da siehst du schon, was da oben ist. Komm mit. Hör auf deine Fleischpeitsche dagegen zu schwingen. Ich mag's halt gerne mit meiner Fleischpeitsche zu schwingen. Guck mal, was meine Fleischpeitsche kann. Ha! Es ist doch gut, so ein langes, großes, dickes Ding, pulsiertes Ding zu haben. Ja. Moment, jetzt kann ich wieder meinen Analstachel rausholen. Der Analstachel. Das Projekt ist ein einziges What the fuck. Oh, die Fotze wird feucht. Ich bin schnell da. Oh ne. Ich geb dir Kraft, das Spiel speichern. Ich geb dir Kraft, das Spiel zu speichern. Weil in so einer modernen Zeit gibt es sowas wie Safe States nicht. Frosta, die Patronin des Wassers, lebt in einer Höhle unter dem Wasser, unter dem Wasserfall, rechts von diesem Palast. Du musst unbedingt zu ihr und sie befeuchten. Das Siegel zu diesem Palast. Das Siegel zu diesem Palast zu brechen. Sie ist in großer Gefahr. Sie braucht ordentlich mal so einen schönen Penis zwischen die Beine. Moment, rechts. Rechts soll ein Wasserfall sein und da. Bin ich gerade gestorben? Warum? Weil ich durch den Abgrund marschiert bin. Das war Teleportation. Also sie braucht unbedingt mal so einen fetten, pulsierenden Schwanz zwischen die Beine. Ja, sagt ja niemand was von deinem. Die Frau will mich. Was? Du hast einen Schwanz als Mädchen? Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Oh, Fischlis. Ja, ich mag die Fische nicht. Warum? Weil die nerven. Aua! Fisch am Spieß. Blöde Fotze. Schieß doch auf die. Was war? Was wird die nächsten Boss ziemlich einfach? Der nächste Boss war ein Arschloch. Bei dem habe ich aufgehört. Hast du nicht gesagt, dass der andere Boss auch ein Arschloch war? Oh, Fotzes Level absteigt. Ja, alle Bosse waren eigentlich ein Arschloch. Fotze Level 9. Cool. Nee, ihre Waffe steigt, du meinst. Ach so, ihre Schamlippe. Der Bogen. Überspannt bloß nicht den Bogen. Der Nippelpfeil.
Bums. Sollte man, glaube ich, nicht sagen, wenn zwei Frauen unterwegs sind. Herzchen! Was zum? Halte dich bloß fern von diesem Wichser hier. Warum? Weil das ein Arschloch ist. Scheiße! Der will doch nur Liebe. Ja, hat mir schon viel Liebe gegeben. Ich finde ihn niedlich, wenn er ausschlüpft. Er will Liebe machen, am besten mit uns. Er kriegt erstmal voll den fetten, pulsierenden Schwanz ins Gesicht. Das erinnert mich an dieses komische Teil aus Terranigma, den ich voll die Pedo-Stimme gegeben habe. Ja, wir sind voll die Pedos und peitschen dieses Kind aus, das frisch geschlüpft ist. Das hinter mir liegt. Hinter mir liegt ein schwarzes Loch, auch Arschloch genannt. Au. Du musst eigentlich von der Seite. Okay, in das lange Teil in die Seite stecken. Ja, ich hab das. Hey, ich hab hier das lange Teil. Ich auch. Ja, aber mein Teil ist länger. Oh je. Oh nein. Abstand halten. Zu. Das ist ein Arschloch. Ich finde ihn niedlich. Blockmon, ich hasse ihn. Gab, warum läuft da eine Bossmusik? Weil es ein Boss ist. Oh. Was zum? Ja, das ja, ist der zieht ordentlich Schaden weg. Hat kleine Kerl. Hat der gerade die Fotze geleckt? Ja! Da, nicht. Nein! Nein! Drei fette Striche. Jetzt gibt's aber hier von der Fotze hier aber. Nicht meine Fotze lecken, bitte. Oh Gott, ist die Auto, sieht die Spur gerade ausgeartet. Ich hab's gesehen, ja. Nein! Du verfickte Scheiße! Speer ins Arschloch. Dieses Mistvieh hier! Wird vergewaltigt wie so ein Kind bei der katholischen Kirche. Hab ich das laut gesagt? Hoppala. Oh, er hat sich geheilt. Nein. Und die Peitsche ist ganz gut, die macht Distanzschaden. Nein, meine Fuchs ist nicht geleckt. Nein. Scheiße. Ich rette dich! Ach, nein, die Fotze, lass sie! Er hat zum ersten Mal meine Fotze geleckt, der Olle. Hat er sich schon wieder geheilt? Ja. Ja, leider. Und wir haben kein Lebenswasser mehr. Nee! Halt dich. Er leckt meine. Unbedingt heilen. Er hat meine Fotze geleckt und ich konnte nichts machen. Ja, nimmt oftmals den Mund zu voll. Scheiße, wir hätten uns. Nein! 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 Heilung. Ins Arsch. Du Mist! Ins Arsch. Ach, fuck, ey, dieses Mistvieh! Nein! Nein! Du musst mir Abstand halten! Hilf mir doch! Ja, ich kann ja nicht mehr als zuschlagen. Stirb, du Mistvieh, du kleiner blöder Schlupfpenis hier! Er will meine Fotze haben, oh nein. Die ist schon ganz feucht voll auf der Leckereien. Er kommt näher. Nein, nein! Scheiße, 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 scheiße! Er guckt zu mir. Halt mir Abstand, Wolf! Scheiße! Lass dir nicht deine Nudel lecken. Keine Sorge. Oder es ist ein Weibchen. Nein. Die Peitsche ist gut gegen das Vieh. Vor allem, die Fotze ist schon ausgeleckt. Ja, die ist leer geleckt. Ist er down? Ist er down? Ist er endlich down, dieses Mistvieh? Ist down. Dieses Mistvieh! Boah, ich peitsche es aus! Sollten wir nicht zurück in den Lebenswasser holen? Nee, das war schon das Ende vom Dungeon. Das war aber ein kurzer Dungeon. Okay, ab sofort ist es komplett blind für mich. Für mich generell. Sprich du. Ich danke euch. Mein Name ist Froster. Ist für alle da? Ja.
Ich werde euch helfen. Von nun an könnt ihr über meine magischen Fähigkeiten und Kräfte verfügen. Wolf? Ja, das Teil spricht immer noch. Ach so. Hä? Wolfir kann meine Heilungs- und Verteidigungsmagie benutzen. Also, Wolfir kann meine Heil- und Verteidigungsmagie benutzen. Es sah so aus, als würdest du sprechen müssen. Keine Ahnung. Pausen! Und Fotze! Meine Angriffszauber! Moment mal, Strullern. Ja! Fotze hier! und ich? Eines Tages wird dein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Ich weiß, dass mein Schwert mächtiger sein wird. Das sieht mir aus. Zur Not kann Wolf ja aus deinem Schwert ja eine Eisklinge machen. Eine Eisklinge ist geil. Dann kannst du auch die Gegner verzaubern mit deinem Stützelchen. Und zu Schneemännern machen. Alles ganz weiß. Hier habt ihr noch eine neue Mana-Waffe. Haben wir nicht schon Speer? Das ist den kannst du werfen, wenn er aufgeladen ist. Gehen wir? Du kommst mit. Froster schließt sich an. Froster. Froster ist für alle da. Die Fotze muss gleich ausprobiert werden, genau. Ich muss die Fotze gleich mal ausprobieren. Ich muss Leg gleich, mich doch die Fucktelefon. Ich muss gleich meine Zauber ausprobieren. Ja, der Fotzenzauber hier. Bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? Ah, bei 17, aber... Lass uns weitergehen. Ich meine ja, ich habe trotzdem einen Anruf bekommen. Ist ein bisschen doof. Moment, ich will... Nee. Ihr könnt die Angriffszauber übrigens hochleveln. So, was ist denn das jetzt? Froster. Im Prinzip könnt ihr alle Zauber jetzt hochleveln. Je mehr ihr sie benutzt. Achso, der ist schwächer. Ja, aber es ist zum Werfen. Das sieht cool aus. Bums. Ja. Fotze, mach auch mal was. Du bist Kind. Mann, sind wir falsch. Was habt ihr bei Verhalten eingestellt bei ihr? Ich weiß es nicht. Ich glaub, komplett defensiv. Verhalten geistesgestört. Du musst auf sie gehen. Da. Oh. Select! Ich drück doch! Ja, aber geh erstmal raus und drück Select, dass du auf die Fotze. Warte mal, ich versuch's mal. Nee, oder so. Defensiv. Was? Okay, offensiv? Nee. Das ist defensiv, ist halt. Mehr offensiv. Definitiv. Und forsch. Die Fotze wird forsch. Was ist das? Erforscht. Die Fotze erforschen. Höhlenwanderung. Fischis, die stinkt nach Fisch, genauso wie die Fotze. Was macht die Fotze davon? Fotze sein. Nein! Level 11, was hast du getan? Er ist mit da reingerannt. Egal, mehr komm, zum Farmen. Komm einfach. Guck mal, meine schöne Fleischpeitsche kann alle drei auf einmal hitten. Rotzpiana. Ist klar. Klar, du hast nicht so eine schöne große Peitsche. Du hast nur einen kleinen, mickrigen Speer zum Werfen. Nee, weil das Teil Rotzpiana ist. Müssen wir jetzt hier rein? Schon wieder? Leck dich, Telefon.
Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir eigentlich in den Wasserpalast oder müssen wir nach unten? Wie lange dauert das? Weil dann würde ich sagen, mach entweder Schluss oder einen kurzen Schnitt, weil das Telefon ringt mich gerade auf. Okay, dann machen wir Schluss für heute oder so. Da Wolf ein bisschen Telefonsex machen muss. Aha. ja. Schaut bei Wolfi vorbei, denn er droppt den nächsten Part. Und beim Gast Schmacki. Genau. Küsst ihn die Füße und legt ihn die Beine. Haut da rein, ciao, ciao und auf Wiedersehen. Tschüss.